Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Heute wird eine Yamaha Zest 80 Kubik gefahren. So. Oh, sieh schon an, cool. Sehr nice. Ui. Hier drehen natürlich ein bisschen die Reifen durch. Dreckiges Terrain. So. Puh, erstmal kurz frische Luft reinlassen. Puh. Klappe runter. Ja, ein übersichtliches Tacho. Braucht man groß nicht zu machen. Sieht aus wie ein Schiff. Fährt sich auch wie ein Schiff. Aber drückt gewaltig, wenn man Gas gibt. Oh, natürlich sitze ich auf einem Fahrzeug ohne funktionierenden Tacho. Sehr, sehr geil. Ich feiere sowas. Also nicht negativ. So, ich fahre sie natürlich jetzt ein bisschen warm erst noch. Hier ist übrigens die blaue Aerox mit 70 Kubik Malossi. Aber, und hier ist eine Neos mit 70 Kubik Stage 6. Aber Ori-Auspuff. So, aber heute geht es um die Yamaha. Keine Gruppeausfahrt, sondern nur ein Test. Eine Testfahrt von der Yamaha Zest 80. Also vom Werk aus 80 Kubik. Sehr nices Ding. Drückt ordentlich durch. So ähnlich wie die Zip einfach. Ja? Also von der Leistung her genau wie die Zip. Nur, dass das Ding halt ein bisschen größer ist. So, mal kurz ein bisschen durchdrücken. Oh yeah. Okay, die Bremsen hauen echt rein, bloß die Hinterbremse nicht. Ah, scheiße. Ich hasse es. Jedes Mal erwischt es mich. Ich will jedes Mal diese Straße nutzen, aber hier laufen sie mit Hunden durch die Gegend. Da will ich nicht hin. Wow. Oh, shit. Also, ich habe jetzt das Fahrzeug wirklich schon echt unterschätzt. Das marschiert kräftiger vorwärts, als ich es glauben wollte. So. Blink, blink. So, einmal kurz ins Dorf und wieder raus. Oh ja. Also das Ding sieht wirklich nicht schön aus von außen. Ich mache nachher auch gerne einen Rundumblick. Zeigt das euch, was ich damit meine. Es ist wirklich keine Schönheit. Ja? Aber ein wirklich toller, schneller Roller. Ja? Und momentan ist an der Variomatik die Gewichte total eckig. Und irgendwas war noch, hat er mir gesagt. Darum ist sie nicht so perfekt. Da wurde ein neues Lager reingebaut und ich habe das Gefühl, hinten ist zu wenig Luft drin. Kann sein, dass ich mich irre. Sie fühlt sich ein bisschen schwammig an. Aber wow. Ach ja, genau. Ich darf nicht so tief in die Links-Kurven gehen. Mhm, weil da war Öl drauf. Ich höre ein Fahrzeug. Oh ja, das gehört zu uns. Also das, dieser gepolsterte Sitzbank ist der Hammer. Als würde ich auf dem Sofa bei mir sitzen. Wirklich, es ist... Oh. Also das ist wirklich gemacht. Nach 200 Kilometer tut dir der Arsch immer noch nicht weh. Also wirklich optimal. Ja, die Position ist ganz nett. Ich kann verstehen, warum sie hier ein Windschild machen. Aber das Ding fährt wirklich top. Ja. Wenn man nicht Vollgas fährt, sondern... Also ich fahre jetzt nicht Vollgas, sondern das wäre jetzt Vollgas. Ja, sie könnte noch ein bisschen... Da klappert es, Moment, meine Jacke.
Ich hasse das Ding. So. Ja. Es ist nicht der hübscheste Roller. Es ist nicht der hübscheste Roller, aber er macht seinen Dienst. Ist sehr unauffällig, sehr leise, sehr komfortabel. Also ich kann jedem einzelnen Rollerfahrer nur raten, diesen Roller mal Probe zu fahren. Diesen Luxus für den Hintern. Wahnsinn. So, schließe ich mich hier an oder fahre ich noch ein Stück? Nein, ich schließe mich hier an. Da vorne mache ich einen Rundumblick. Dann könnt ihr euch den Roller mal von vorne, hinten, Seite anschauen. Aber Federung technisch sehr gut. Leider Gottes auch nur, ich glaube, 10 Zoll Felgen. Das macht sich natürlich bemerkbar. So, da stellen wir uns mal kurz hin. So, auf jeden Fall ist es ein... Oh, Moment. So, jetzt Motor aus. Soundcheck können wir uns sparen. Ja, Yamaha Zest 80 in Rot, Weinrot. Das Windschild, die Maske. Süß, wie sie grinst. Also hässlich ist nicht, ja. Aber hübsch halt auch nicht. Das ist eine Plastikabdeckung, habe ich gesehen. Auf der Variomatic-Kasten. Crazy, habe ich schon öfters bei Rollern gesehen. So, jetzt die Hinteranblick. Ja, sehr praktisch mit einem... Und jetzt guckt euch das mal kurz an. Mega bequem. Ja, eine richtige fette Sitzbank, wo man wirklich mega bequem fährt. 200 Kilometer, kein Problem. Ein luftgekühlter Roller. Stehend ist das. Ne, Moment. Liegender Motor, genau. 10 Zoll. Tja, was gibt's noch zu sagen? Nichts. Ein spaßiges Gefährt. Bringt einen schnell von A nach B, muss ich sagen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mal eure Meinung dazu. Ciao. Hui, der zieht mega.